Schön, dass ihr jetzt auch zum zweiten Teil eingeschaltet habt, wo wir wieder mit dem Calliope Mini arbeiten. Die zweite Sache, die wir uns anschauen sollten, sind die Steuerelemente. Und um das zu demonstrieren, eignen sich die 25 vorinstallierten Programme. Dann hätte ich die auch gleich mal vorgeführt. Wenn der Calliope Mini ausgeliefert wird, hat der Hersteller schon mal 25 Programme draufgepackt, die man direkt nutzen kann. Fehlen die bei eurem Calliope Mini, ist das kein Problem. Die könnt ihr von der Herstellerseite nochmal runterladen und draufpacken. Die eignen sich auch ganz gut, um mal so ein kleines Hands-on an das Gerät zu haben. So, was müssen wir also tun, um die Programme zu nutzen? Als erstes kennt ihr ja schon, einschalten, Stromversorgung herstellen. Dann fängt das Licht an zu leuchten und jetzt zeigt er mir hier an Nummer 2. Das heißt, das zweite Programm aus den 25 Programmen wurde ausgewählt. Ich möchte euch aber das erste Programm zeigen. Und deshalb muss ich mal ins Hauptmenü und das erste Programm auswählen. Wie komme ich in das Menü? Hier oben habt ihr so einen weißen Knopf. Da ist so ein Pfeilchen nebendran. Da drücke ich einfach einmal lange drauf und warte so lange, bis die Matrix komplett leuchtet. Jetzt hat die geleuchtet und jetzt leuchtet noch ein Lämpchen. Das heißt, Programmplatz 1 ist ausgewählt. Wenn ich jetzt die Taste B drücke, dieses rote Knöpfchen, dann bin ich auf Programmplatz 2, hier auf 3 und so weiter. Ich will mit euch mal den Würfel ausprobieren. Der ist auf Programmplatz 1. Den habe ich jetzt ausgewählt und um das Ganze zu bestätigen, muss ich jetzt A und B gleichzeitig drücken. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Also A ist hier dieser blaue Knopf, die ist auch beschriftet entsprechend mit A und B. Ich würde ja sagen, das kennt ihr vom Gameboy, aber das ist meine Generation wahrscheinlich nicht mehr eure. Jetzt zeigt er mir an, dass das Programm ausgewählt wurde und die 1 heißt jetzt hier nicht Programm 1, sondern im ersten Schritt muss ich bei dem Programm bestimmen, welche Augenzahl der Würfel haben soll. Ein klassischer Würfel hat 6 Augen und dann kann ich würfeln und eine von den 6 Zahlen fällt. Hier habe ich jetzt mehr Flexibilität. Ich kann entweder weniger oder auch mehr Zahlen wählen. Wie die einzelnen Programme funktionieren, das könnt ihr euch gerne mal auf der Calliope Homepage anschauen. So funktioniert jedenfalls der Würfel. Und wir machen es mal ganz klassisch. Wir nehmen jetzt einfach 6 Augen. Jetzt war ich zu schnell mit dem Klickern. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Also mit A und B nach rechts und links kann ich die Zahl erhöhen oder niedriger einstellen. Jetzt sind wir auf 6. Und um das zu bestätigen, muss ich wieder A und B gleichzeitig drücken. Nur ganz kurz drücken, das reicht schon. Das wird dann bestätigt mit der grünen Lampe hier unten. Und jetzt kann ich das Würfeln anfangen. Und wie würfel ich beim Calliope? Na, der hat einen Erschütterungssensor drin oder einen Bewegungssensor, um genauer zu sein. Und dann kann ich einfach hier ein bisschen wackeln. Und jetzt zeigt er mir die Zufallszahl 2 an. Das können wir jetzt ein paar Mal wiederholen. Jetzt zeigt er mir die 5 an. Und so habe ich jetzt einen kleinen Zufallsgenerator, den ich jetzt hier benutzen kann. Jetzt hat er die 1. So, und so kann man halt jetzt würfeln mit dem Calliope Mini. Was haben wir jetzt also gelernt? Wir haben die Knöpfe A und B kennengelernt. Damit konnten wir zwischen den Programmen navigieren. Wir haben mal kurz gesehen, dass hier unten eine LED sitzt. Hier oben haben wir gesehen, dass wir auch ein Knöpfchen, so einen Reset-Knopf haben. Und der führt uns wieder ins Hauptmenü. Der Calliope Mini hat aber noch mehr Steuerelemente. Und die schauen wir uns mit dem nächsten Programm an. Der Calliope Mini hat aber noch ein paar weitere Eingabemöglichkeiten, nämlich die Pins hier an der Seite. Und das sind auch so eine Art Knöpfe. Um euch das zu zeigen, werden wir mal den Taschenrechner benutzen. Normal dürft ihr ja in der Schule wahrscheinlich keinen Taschenrechner benutzen. Da der Calliope Mini aber nicht aussieht wie ein Taschenrechner, merken das vielleicht die ein oder anderen Lehrer gar nicht. Und es sieht aus, als würdet ihr schön an eurem Projekt arbeiten. Auf jeden Fall hier einmal einschalten wieder, wie immer. Und der Taschenrechner dürfte das Programm 3 sein. Das ist jetzt bei mir schon angezeigt. Falls ihr nicht auf Programm 3 seid, hier oben wieder lange drücken, bis die Matrix komplett aufleuchtet. Und dann navigieren wir hier auf den Punkt 3. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Calliope noch die Standardprogramme drauf hat. Ich bestätige das wieder mit Drücken von A und B gleichzeitig. Und jetzt bekommen wir die Ansicht, dass Programm 3 geladen wird. Das dauert hier immer einen Moment. So, er hat es uns jetzt bestätigt und bevor wir jetzt loslegen, müssen wir die Rechenart festlegen. Und er kann die 4 Grundrechenarten, also geteilt, mal und minus, und die liegen jetzt auf den Pins hier von 3, 2, 1 und 0. Und hier oben haben wir den Pin mit der Minus. Und wenn ich den mit dem einen Finger drücke oder berühre, ist das richtigere Wort, dann kann ich die anderen Pins auch berühren. Und jetzt hat er mir zum Beispiel angezeigt, dass die Rechenart geteilt aktiviert ist. Und jetzt kann ich mich hier so durchkämpfen. Das war jetzt zum Beispiel mal. Ich auf die 1 drücke, habe ich Minus und wenn ich auf die 0 drücke, habe ich Plus. Nehmen wir mal Plus zum Beispiel
Und jetzt haben wir die Zahl 0 eingestellt. Mit a und b kann ich jetzt die Zahl einstellen, mit denen ich rechnen möchte. Zum Beispiel will ich mal 4 plus 5 rechnen. Wähle ich jetzt also die 4 aus, bestätige das wieder mit Drücken beider Tasten. Jetzt steht da Plus, das stimmt. Und jetzt wähle ich die 5 aus als zweites und bestätige das wieder. Sagt er okay. Und das Ergebnis ist 9. Und wir können eigentlich auch mal rechnen. Dazu gehe ich wieder hier auf das Minus. Und mal war hier, oder? Habt ihr gut aufgepasst? Naja, ich muss erstmal hier bestätigen wahrscheinlich. So, hier war mal. Also, Minus hier gedrückt halten oder berühren und die 2 berühren. Und dann wird mal eingeblendet. Und jetzt mache ich 4 mal 5. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht ständig beides berühre. Also 4. Und dann wähle ich hier die 5 aus und wieder mit beiden bestätigen. Jetzt habe ich die 6 gewählt. Mal gucken, 4 mal 6 ist 24. Das stimmt natürlich auch. Wir machen aber nochmal 4 mal 5, weil ich es jetzt angekündigt hatte. Also 4 bestätigen. Mal stimmt immer noch. Und hier die 5 auswählen. Okay. 4 mal 5 ist 20, passt also auch. Habt ihr hier also für die 4 Grundrechenarten schon mal einen kleinen Taschenrechner. Also ihr seht, ihr habt einige Eingabemöglichkeiten. Ihr habt nicht nur diese 2 A- und B-Knöpfe, ihr habt noch das Knöpfchen hier oben. Die Pins können benutzt werden und auch Schütteln ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und weiter mit dem Calliope geht's dann im nächsten Video.